Bewege dich mit dem linken Stick und damit ahoi und herzlich willkommen zu Detroit Become Human. Das gibt's jetzt auch für den PC, habe ich gerade heute gesehen und dachte mir, ja, dann mache ich das auch mal und spiele das mal. Und ich habe tatsächlich auch schon eine kleine Runde gespielt, aber da ich ein etwas gewöhnungsbedürftiges Setup benutzen muss für dieses Spiel, um aufzunehmen, da mit der Engine scheinbar irgendwie einige Knacker reinkommen, ja, habe ich das erste Kapitel hier, das kleine, schon gemacht und ja, die Aufnahme hat sich dann sozusagen erledigt, weil es keinen Sound gab. Nichtsdestotrotz machen wir es nochmal. John Phillips, 11.10.1999, Caroline Phillips, 23.05.2001 und Emma Phillips, 2.09.2028. Wir sind also sozusagen als Ermittler-Android. Ja, hier, Android. Welche Nummer war es? Warte. RK-800 sind wir hier. Um... Ich kann sie nicht allein lassen. Oh. Hallo? Fisch? Bitte, retten Sie meine Kleine! Was? Sie schicken einen Androiden? Das können Sie doch nicht machen! Sie... Warum schicken Sie keinen echten Menschen? Lassen Sie das Ding nicht zu ihr! Lassen Sie das Ding von meiner Tochter fern! Lassen Sie es nicht zu ihr! Offenbar mag Caroline keine Androiden. Aber das kann ich irgendwie nachvollziehen. So, hinknien. Zwergfadenfisch. Ja, den kleinen retten wir. Ich muss sagen, die Aufnahmen hier vor, die... Also ich hatte sowieso nochmal das erste Kapitel nochmal gespielt, denn... Ich hab's ein bisschen verkackt. Ist ja... Aber ist Schnee von gestern, ist nie passiert. Finde Captain Allen. Ich werde mich sozusagen jetzt hier trotzdem wieder umgucken und wir versuchen... Halte RT gedrückt, um deine Ziele einzusehen. Das fluchende Ding da hinten ist unser Ziel. Fuck. Nicht zu fassen. Guten Tag. Captain Allen, ich heiße Connor. Ich bin der Android, den Cyberlife geschickt hat. Er feuert auf alles, was sich bewegt. Er hat schon zwei meiner Männer erschossen. Wir können ihn ausschalten. Sie sind am Rand der Terrasse. Wenn er fällt, fällt auch sie. Haben Sie eine Deaktivierung versucht? Gleich als erstes. Hat er sich zuvor schon einmal merkwürdig verhalten? Hör zu. Dieses Kind ist jetzt alles, was zählt. Also kümmere dich um den scheiß Androiden. Oder ich werde es tun. Ja, vielen Dank. Der Mann war sehr hilfreich. Wie eh und je. Wir verstehen, was passiert ist und wir retten die Geisel um jeden Preis. Das machen wir. Also, ich versuche jetzt hier auch noch ein bisschen schneller durchzugehen. Beziehungsweise, ich weiß, wo einige Sachen sind und ich werde jetzt hier nicht durchrushen, deswegen. Oh, hallo, wo ist es da? Analysieren. MS-853 Blackhawk. Kaliber 355. Okay. Hier die dazugehörigen Kaliber, Kugeln, alles klar. Und rekonstruieren. Der Abweichler nahm die Waffe des Vaters. Okay. Und was hat er mit der Waffe gemacht? Ich gucke mich hier öfter mit Connor um, denn er hat diesen coolen Modus. Wo ich so eine gelben Task sehe. Da kann ich dann sehen, was los ist. Hier zum Beispiel. Die Positionen. Der Vermittler greift jetzt ein. Na, noch nicht. Erstmal gucke ich jetzt. Ist ungewohnt, mit dem rechten Stick zu visieren hier. Halt! Das, ey. Schusswunde Kaliber 355, Lungenblutung. Ja. Schusswunde, Lungenblutung, okay. Das war also der tödliche Schuss. Mhm, die Niere perforiert. Gibt's hier noch was? Irgendwo war hier doch noch was.
Was ist das? Nee, nee, Moment, was? 1, 2, 3. Oh, da. Verstorben. John Phillips, der Vater. Ja, okay, mit RT können wir vorspulen. Und dann sehen wir, dass der Papa noch was in der Hand hatte. Alter, wie präzise auch. Und das Ding ist nach da hinten gefallen. Auf diese Art und Weise können wir dann natürlich immer noch mehr Informationen sammeln. Was ich übrigens sehr geil gemacht finde. Ihre Bestellung eines AP-700-Androiden wurde registriert. CyberLife bedankt sich für Ihren Einkauf. $9,000. Ist der Dollar zu dem Zeitpunkt dann nichts mehr wert oder sind die wirklich so günstig? Was ist das denn? Warum kann ich mir die Buddha-Statue angucken? Ich meine, okay. So. Geh mal weg hier, ich muss hier mal rausgucken. So, wir schauen mal raus. Ich habe freie Schussbahn. Hier. Ey, das ist ein Schuh. Was soll ich sagen? Kinderschuh, Bundesmodellen, Spuren menschlichen Bluts. Geisel könnte verletzt sein. Ja, leck doch mal dran. Ja, dann leck mal die dran. Modell PL600, Seriennummer 36991047. Das, und das alles nur aus dem Blut oder was auch immer das ist. Nicht schlecht, Herr Specht. Nein, lass das. Du wirst eh abgeknallt. Geh weg. Familie wollte zu Abend essen. Okay. Wow. Ich guck mir jetzt natürlich... Also gut, wir kümmern uns darum, dass da nicht noch mehr sterben. Ja, ich, einige Sachen weiß ich natürlich, wo die waren jetzt, da ich das leider schon gemacht habe. Wo guckt er hin? Was, das ist ganz komisch. Irgendwo war hier doch noch was. Da. Ich versuche jetzt auch alles mitzunehmen, was wahrscheinlich gar nicht geht. Aber... jetzt hat den Faden verloren. Halt. Zack. Aber auf jeden Fall möchte ich nicht, dass das gleiche passiert wie hier vor. ja. Ich verrate aber noch nicht, was passiert ist. Das verrate ich erst, wenn... Halt, nein, ich wollte... Oh, nein. Hallo, ich wollte das noch rekonstruieren. So. Der gute Mann hat hier die Geisel hat die Geisel hat die Schießerei gesehen und er verletzte den Abweichler. Aber dieser knallte ihn ab und die Pistole von ihm rutschte darunter. Das machen wir auch nochmal schnell. Zurücklegen, nehmen. Androiden ist das strengste und er sagt, Waffen jeglicher Art zu tragen oder zu benutzen. Da ich auch ein Android bin, lasse ich die mal liegen. Ich halte es für keine gute Idee, in einem Raum voller bewaffneter Polizisten eine Waffe zu nehmen, wenn die sowieso schon ein bisschen, naja, sagen wir mal, schlecht zu sprechen sind auf Androiden. Aber, oh, geile Deckung, die er da hat. Aber was wir machen werden, ist dahin gehen. Und zwar schnell. Los, geh rein. Lass dir nicht so viel Zeit. Nicht, dass er dir noch schlimmeres Ende nimmt als das erste. Möglich ist alles.
Hier ist auch noch was. Kind hörte keine Schüsse. Okay. Das haben wir. Rette die Geisel um jeden Preis. Das ist also erstmal unsere Hauptroutine. Haben wir noch was? Ich glaube, da konnte ich nicht rein, oder? Ich weiß es nicht. Anschauen. So. Chance auf Erfolg 75%. Habe ich echt nicht. Was ist mit ihm? Nicht tödliche Wunde. Okay, dem geht's gut. Ist hier vielleicht noch was? Nein, nein, nein. Hä, aber ich habe doch noch nicht alle Informationen, oder? Da hinten ist noch was. Okay, da gehen wir mal hin. Ich kann übrigens auch nur gehen. Also selbst wenn hier Notstand am Mann ist, der Android hat Zeit. Mehr Androiden, weniger Arbeit. So, jetzt kann ich da hingehen. Oh. Chance 74 fällt. Mehr sehe ich nicht. Also gehen wir da mal hin. Der Polizist lebt. Sein Bein hat gezogen. Ja, danke. Einen Schritt näher oder ich springe! Nein! Nein, bitte, bitte nicht! Los, los, los! Hi, Daniel! Wo? Mein Name ist Connor! Woher weißt du meinen Namen? Ich weiß so einiges über dich! Ich möchte dich hier rausholen! Standet euch sehr nah. Du fühlst dich betrogen, aber sie hat nichts falsch gemacht. Sie hat mich angelogen. Ich dachte, sie liebt mich. Aber das tut sie nicht. Sie ist bloß wie all die anderen Menschen. Daniel, nein. Hör zu. Ich weiß, dass das nicht deine Schuld ist. Diese Emotionen, die du hast, sind nichts als Fehler in deiner Software. Nein, es ist nicht meine Schuld. Ich wollte das nicht. Ich liebte sie, weißt du. Doch ich bedeutete ihnen nichts. Ich war nur ein Sklave für ihre Drecksarbeit. Er verliert Blut. Wenn er nicht in ein Krankenhaus kommt, überlebt er das nicht. Alle Menschen sterben irgendwann. Was macht es schon, wenn der hier jetzt stirbt? Ich lege ihm einen Druckverband an. Fass ihn nicht an! Finger weg oder du stirbst! Okay. Ich halte diesen Krach nicht mehr aus. Dieser Helikopter soll verschwinden. Da! Du kriegst dein Bild! Du musst mir vertrauen, Daniel! Lass das Mädchen gehen und ich verspreche dir, es wird alles wieder gut! Ich will, dass alle abhauen! Und ich will ein Auto! Ich lasse sie dann außerhalb der Stadt gehen! Das ist unmöglich, Daniel! Lass das Mädchen gehen und ich verspreche dir, passiert nichts!
Ich will nicht sterben. Du wirst auch nicht sterben. Wir werden nur reden. Dir wird nichts passieren. Du hast mein Wort. Okay. Ich vertraue dir. Du hast gelogen, Connor. Du hast gelogen. Mission erfolgreich. Ja. Ach, guck mal, da oben sieht man das. Da oben sieht man, wie es davor ausgegangen ist. Das finde ich eigentlich ganz cool. Dann könnte man das echt mehrmals durchspielen, ne? Ah, hier, das ist mir leider davor passiert. Ja. Ich finde es aber, ja, ich finde es echt spannend, sagen wir so. Deswegen war ich eben auch die ganze Zeit ruhig. Okay, hier kann man sehen, wo ich den Fehler gemacht habe. Ich habe ihm die Wahrheit gesagt. Und dann... Aber was ich nicht gemacht habe, das mit dem Polizisten ist hier gar nicht mehr drin, ne? Abweichler draußen konfrontieren, da zu viel Zeit lassen, habe ich diesmal nicht gemacht. Hier, das ist das mit dem Waffen nehmen. Ich weiß nicht, ich glaube, das geht nicht gut. Das könnte man mal irgendwann machen. Fisch retten, Fisch nicht retten. Vielleicht wäre das was. Sozusagen, dass man einfach mal versucht, alles freizuschalten. Aber das könnte natürlich ein bisschen dauern. Und das würde ich dann wahrscheinlich, wenn denn, eher bei einem zweiten Run machen. Vertrauen aufbauen. Oh, hier, es gibt vier Enten. Nee, 1, 2, 3, 4, 5, 6 Enten. Sehe ich das richtig? Ich bin mir auch ziemlich sicher, was hier oben passiert. Ja, da gibt es wahrscheinlich 3 Tote. Gut. Es scheint mit der Aufnahme diesmal auch geklappt zu haben. Ich sehe da noch den Ausschlag. Deswegen machen wir doch einfach mal weiter. Aber das machen wir erst in der nächsten Folge. Bis dahin bedanke ich mich fürs Zuschauen. Bleibt gesund und gehabt euch wohl.